Symmetrie gebrochen, rationale Funktion. Hier an dem Beispiel f von x gleich x hoch 4 minus 5x hoch 3 plus 7x² minus 3x geteilt durch x² minus 2x. In einem vorherigen Teil der Kurvendiskussion von dieser Funktion sind wir schon auf die Asymptote gekommen, durch Teilen von Zähler durch Nenner, Polynomdivision ist das Stichwort, sind wir zugekommen x² minus 3x plus 1. Der Restterm war minus 1 durch x minus 2. Und jetzt wollen wir uns hierbei um die Symmetrie boxen. Einmal gibt es ja die Vokabeln, dass wenn der Zähler achsensymmetrisch und der Nenner achsensymmetrisch, dann ist die gesamte Funktion achsensymmetrisch. Wenn beide punktsymmetrisch sind, ist auch der punktsymmetrisch. Ist einer achsensymmetrisch und der andere punktsymmetrisch, ist die Funktion punktsymmetrisch. Also Zähler punktsymmetrisch, Nenner achsensymmetrisch, heißt Punktsymmetrie genauso wie umgekehrt. In diesem Fall haben wir einen Nenner, der nicht symmetrisch ist, und einen Zähler, der nicht symmetrisch ist. Ja, weder Achsensymmetrie noch Punktsymmetrie liegt vor, weil die Exponenten hier gerade und ungerade gemischt sind. Jetzt können wir auch hier nochmal reingehen und sagen, okay, wie ist denn die Symmetrie von der Asymptotenfunktion? Die ist ja hier relativ leicht abzulesen auch wieder. Die ist nicht symmetrisch, weil x hoch 2, x und eine Zahl sind halt auch wieder gemischte Exponenten von geraden und ungeraden Ausprägungen. So, jetzt die Achsen, die Asymptote nicht symmetrisch, dann kann auch der Restterm nicht mehr dazu führen, dass die Funktion symmetrisch wird. Und dann können wir gleich hinschreiben, die Funktion ist nicht symmetrisch, da gilt f von x ungleich f von minus x. Und f von x ungleich, oder minus f von x gleich ungleich f von minus x. Gut, das können wir jetzt also hinschreiben. Aber warum können wir das hinschreiben? Das können wir hinschreiben, weil wir natürlich anhand dieser Funktion das jetzt überprüfen können und auch anhand jeder anderen Funktion, die eine Asymptote hat, die nicht symmetrisch ist. Und da kann der Restterm machen, was er will. Wir können uns ja mal diesen Restterm anschauen. Von der Symmetrie. Dieses hier wollen wir uns nicht angucken, weil dazu gibt es schon Basisvideos zur Symmetrie von ganz rationalen Funktionen. Dieses hier ist jetzt quasi dann der erste Teil davon. Wenn wir jetzt von den gebrochen rationalen Funktionen. Also, wenn wir jetzt dabei f von x gleich f von minus x überprüfen wollen, dann steht hier minus 1 durch x minus 2. Das ist der gesamte Restterm hier. Ist gleich minus 1 durch minus x minus 2. So, das Ganze können wir jetzt leicht überprüfen, indem wir mal minus x minus 2 rechnen. Ups. Ja, warum ist das hier eigentlich so? Ist auch in dem Basisvideo zur ganz rationalen Funktion drin. Minus x wird halt hier für das x eingesetzt. Aber das will ich an der Stelle jetzt auch vielleicht gar nicht unbedingt erzählen. Also, und dann rechnen wir auch noch einmal mal x minus 2. Das heißt, wir rechnen jeweils mal den Nenner. Dann steht hier minus in Klammern oder minus 1 mal minus x minus 2 ist gleich minus 1 mal minus, plus x minus 2. Das sind dann x plus 2 ist gleich minus x plus 2. Daran können wir jetzt unmittelbar feststellen, dass das nichts wird, dass die beiden nicht gleich sein können. Beziehungsweise, dass hier einfach links und rechts nicht das gleiche steht. Ja, wir können natürlich jetzt hier nochmal minus 2 rechnen, steht da x minus x, x gleich minus x. Stimmt natürlich nicht, weil 3 ist nicht minus 3. Ja, das gilt vielleicht für einen bestimmten Punkt, aber das wollen wir hier tatsächlich außen vor lassen, denn wir vergleichen ja hierbei immer. Wenn wir das Ganze jetzt mit der Punktsymmetrieformel gemacht hätten, minus f von x gleich f von minus x, hätten wir hier quasi ein Plus vorgehabt, hier wäre ein Plus vorgewesen und dann hätten wir hier minus x minus 2 ist gleich minus x plus 2 gehabt. Was auch nicht der Fall gewesen wäre, weil wenn wir hier plus x gerechnet hätten, wäre minus 2 gleich plus 2 rausgekommen und auch das stimmt nicht und deswegen konnten wir das jetzt hier anhand dieser Asymptote und dem Restterm relativ zügig rausholen. Ja? Gut. Es gilt also schon mal, wenn die Funktion ausgedrückt als Asymptote und Restterm, wenn also die Asymptote achsensymmetrisch ist und der Restterm achsensymmetrisch ist, dann ist die Funktion auch so achsensymmetrisch. Wenn die Funktion punktsymmetrisch sein soll, andersrum, wenn die Asymptote punktsymmetrisch ist und der Restterm punktsymmetrisch ist, dann ist auch die komplette Funktion punktsymmetrisch. Gut,
Jetzt haben wir aber auch noch eine andere Möglichkeit. Und zwar haben wir die Möglichkeit, dass die Asymptote achsensymmetrisch ist und der Restterm ist nicht symmetrisch. Da kriegen wir auch wieder, halt, Restterm ist ja Zähler durch Nenner auch wieder. Ne? Hier Zähler durch Nenner. Und in diesem Zähler ist es ja so, dass dieser Zähler achsensymmetrisch ist. Und dieser hier ist nicht punktsymmetrisch und nicht achsensymmetrisch. Daraus können wir aber nicht schließen, dass der tatsächlich oder dass der punktsymmetrisch oder achsensymmetrisch ist, der gesamte Restterm. Deswegen mussten wir das gerade überprüfen. Das bedeutet, dass wenn wir keine Symmetrie direkt feststellen können bei den Resttermen, aber hier Achsensymmetrie und Punktsymmetrie feststellen bei der Asymptote, dann müssen wir auch nochmal Achsensymmetrie und Punktsymmetrie bei dem Restterm überprüfen. Und das machen wir jetzt gleich anhand eines anderen Beispiels. Hiermit ist erstmal Schicht und hier ist das Schild und tschüss.